Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen. Und zwar geht es heute um Wölfisch für Hundehalter. Wölfisch für Hundehalter? Jetzt hör auf, Schluss. Von Alpha-Dominanz und anderen populären Irrtümern. Geschrieben von Günter Bloch und von der Elli Radinger. Das ist jetzt ein Buch, welches ich euch auch empfehlen kann. Hier geht es jetzt nur um Hundeverständnis, also dass man seine Hunde besser versteht. Und wie machen das die Wölfe? Was man dann gleichermaßen wieder bei seinen Hunden anwenden kann, um einfach das grundsätzliche Verständnis besser bewahren zu können, dass man einfach dieselbe Sprache spricht. Bevor dieses Buch herauskam, wurden Wölfe ausschließlich in Gefangenschaft beobachtet, analysiert und deren Verhalten dann auf unsere Hunde umgemünzt. Dabei sind sehr viele falsche Tatsachen entstanden oder falsche Herangehensweisen entstanden, welche heute ganz einfach nicht mehr tragbar sind. Und der Günter Bloch und diese Elli Radinger waren die ersten, welche dann die Wölfe das erste Mal in freier Natur beobachtet haben, mit diesen dann unterwegs waren und einfach beobachtet haben, wie verhalten sich die Wölfe in ihrer natürlichen Umgebung. Und schnell wurde dann auch klar, dass das bisherige Gelehrte völlig verkehrt ist oder grundsätzlich verkehrt ist. Und da ist dann so dieses Buch entstanden, das ganz einfach endlich mal mit diesen Mythen aufgeräumt wird, beziehungsweise klargestellt wird, dass ihr als Hundehalter viel besser mit den Hunden klarkommt. War für mich fast sowas wie der Heilige Gral, kann man schon fast sagen, weil ich immer wieder von diesen sogenannten Hundetrainern da belehrt worden bin, aber konnte einfach denen ihre Thesen bei mir im Rudel nicht feststellen. Das war vor über 10 Jahren, hatten damals 10 Hunde und das war einfach nicht umsetzbar beziehungsweise nicht nachvollziehbar von mir. Und das war jetzt für mich, wie schon gesagt, so diese Erkenntnis, ich bin ja doch nicht verrückt und irgendwo scheint es ja doch so richtig zu sein, was ich bisher gesehen habe, was für mich eine kleine Erleichterung auch dargestellt hat. Was findet ihr alles in dem Buch? Und da habe ich euch so mal ein paar Seiten so rausgesucht. Ein paar Kapitel. Gehen wir mal durch. Fangen wir mal also vorne so. Einmal Mythos Alpha. Und du hast das Buch so aufgebaut. Das ist praktisch so eins der ersten Kapitel. Und zwar ist das Buch so aufgebaut, dass erst beschrieben wird, was behauptet wird. Dann, was in der freien Natur oder bei den Wölfen beobachtet wurde und was wir Hundehalter dann mitnehmen können. Zum Beispiel steht hier als Behauptung, jeder Wolf im Rudel möchte Alpha werden. Das ist die Behauptung. Fakt ist, das Verhalten der Leittiere anderer Familienmitglieder gegenüber ist sehr viel friedfertiger, als man gemein denkt. Die Familienoberhäupter sind stark am sozialen Geschehen und an der Harmonie in der Gruppe interessiert. Die Position der Leitwölfe beinhalten mehr Pflichten als Rechte. Darum ist dieser Job für manche Tiere auch nicht unbedingt so begehrenswert, wie es zu scheinen mag. Und was bedeutet das für uns Hundehalter? Und so geht das dann weiter und so ist das Buch da aufgebaut. Also ich finde das echt sehr faszinierend. Auch hätte behauptet wird, die Alphas kontrollieren alle Aktionen von rangniedrigen Tieren, so auch die berühmt-berüchtigten durchgeknallten 5 Minuten bei den Jungwölfen. Das sind so die Sachen. Vereinzelt, als ich das heute mal so durchgeguckt habe, um das für euch vorzubereiten, das Video, muss ich immer wieder schauen, dass wir viele Themen schon angeschnitten haben, ohne dass wir überhaupt auf die, das habe ich jetzt im Schrank auch gefunden, ohne dass wir das überhaupt großartig in Beachtung geschenkt hatten, fand ich sehr beeindruckend. Diese Alpha-Sache und Dominanz-Sache, was ich auch schon in Videos beschrieben habe, kommt viel von uns Menschen aus Ego, von der Ego-Schiene her, dieses Dominieren und Machen, aber das hatten wir schon, beziehungsweise können wir später nochmal drauf eingehen. Ich will mal so ein bisschen das Buch beschreiben.
oder behauptet wird alte oder verletzte Alphas werden aus dem Rudel ausgestoßen und sie ihre Paarungsverhalten nicht mehr durchsetzen, damit sie ihr Paarungsverhalten nicht mehr durchsetzen können. Also so ist das dann drin. Dann das nächste Kapitel ist Dominanz, auch eine interessante Sache, was wir schon in den vergangenen Videos so ein bisschen durchgeschaut haben. Zum Beispiel behauptet wird, die ranghohen Wölfe müssen die anderen Familienmitglieder ständig dominieren und disziplinieren, damit sie ihre Position beweisen und behalten können. So eine Sache zum Beispiel. Wenn man es mit gesundem Menschenverstand rangeht, macht das alles keinen Sinn, weil die Verletzungsgefahr natürlich sehr, sehr groß ist. Und in der Natur hat man natürlich keine Tierärzte, die sich dann darum kümmern müssen. Und somit macht es einfach keinen Sinn, sich permanent zu bekriegen. Behauptet wird, Dominanz ist grundsätzlich mit dem Aufzeigen von Aggression gleichzusetzen. Oder behauptet wird, die dominanten Tiere sind immer Draufgängertypen. Genau, dann ins nächste Kapitel geht es jetzt um Führung. Wer ist hier der Boss? Auch eine interessante Sache. Der Alpha läuft immer vorn, weil er ranghoch ist und zwingt alle anderen Mitglieder hinter sich zu bleiben, wird wieder behauptet. Und dann gehen die Fakten runter und was bedeutet das für uns Hundehaltung? Oder behauptet wird, alle anderen machen immer, was der Alpha will. Auch eine interessante These. Und damit wird dann richtig gestellt. Nächstes Kapitel. Gemeinschaft macht stark. Auch ein super Kapitel. Und da geht es dann auch darum, die Alpha-Wölfe sind immer souverän und abgeklärt, sind immer cool und machen nie Fehler. Wird behauptet von uns Menschen, wie die Reality aussieht, steht in dem Buch drin. Was wir vorhin schon so ansichts- oder in einem anderen Kapitel hatten, verletzte Familienmitglieder werden sich selbst überlassen und verhungern. Sie sind zu nichts mehr Nütze, wird behauptet, wie es in der Reality aussieht. Steht hier drin. Also, ja, das liest sich auch sehr, sehr cool, gerade weil das so aufgeschlüsselt ist. Dann im nächsten Kapitel, da geht es dann mehr um Gefühle. Behauptet wird, Wölfe sind instinktgetriebene Killermaschinen. Ihr ganzes Verhalten ist auf das Überleben ausgerichtet. Wird uns vielleicht auch mal weiterhelfen, weil es kommen auch langsam die Wölfe nach Deutschland, dass wir da ein bisschen die Angst verlieren von denen. Dass es teilweise gar nicht so ist. Im nächsten Kapitel geht es darum, wie lernen die Wölfe? Behauptet wird, Jungtiere zeigen keine Beobachtungslernen, also dass sie gar nicht vom Beobachten lernen. Behauptet wird, Wolfseltern erziehen ihre Kinder nur positiv ohne Strafe. Schlechtes Verhalten wird nicht beachtet. Fakt ist, Jungtiere lernen nicht nur durch positive Erfahrungen, sondern auch durch Verhaltenskorrekturen, die der jeweiligen Situation angepasst sind. Wenn sie die Erwachsenen nerven, gibt es sofort etwas auf den Deckel. Das bedeutet aber nicht, dass die Kleinen ständig gemaßregelt werden. Der Grundtenor in einer Familie ist sozialfreundlicher Natur, was jedoch die Umsetzung gelegentlicher Verhaltenskorrekturen nicht ausschließt. Kann man sogar auf unsere Kinder ummünzen. Sehr interessant. Nächste Dingens geht es um Erziehung. Teenager außer Kontrolle. Behauptet wird, der Schnauzengriff wird mit Brutalität gleichgesetzt und kommt mit dem Einsatz von Elektroschockgeräten gleich. Weil ja viele auch so ein bisschen dieses Hin und Her immer wieder. Behauptet wird, um den Nachwuchs unter Kontrolle zu bringen, wenden die Leittiere den Alpha-Wurf an. Auch eine interessante Sache. Gehen wir mal weiter. Fakt ist, da es keine strenge hierarchische Hackordnung gibt, gehört der Alpha-Wurf ins Reich der Fabeln. Verhaltenskorrekturen erfolgen grundsätzlich verhältnismäßig und der jeweiligen Situation angepasst. Außerdem sind Wölfe Meister des perfekten Timings. Sie bestrafen zur rechten Zeit, also genau in der Sekunde, wo es passiert ist. Das ist wieder so ein Punkt, weil viele dann meinen, ja, weil dann die Hunde gar nicht mehr wissen und die können dann nicht mehr sich zurückerinnern. Das ist wieder absolute Bullshit. Wenn ich denen dann ganz genau zeige, das und das und das hast du zum Beispiel kaputt gemacht, wissen die ganz sofort, um was es geht. Denn bei uns ist es teilweise sogar so, ich komme ins Gehege rein. Und da weiß ich schon, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwelche haben Blödsinn gemacht und die im hintersten Eck sind und so zu tun, als ob sie nicht da wären, sind dann genau diese Übeltäter. Also die wissen schon noch ganz genau, was sie getan haben. Man muss halt bloß schauen, manchmal ist es aus der Euphorie heraus und dann später merken sie, shit, was habe ich von Blödsinn gemacht.
Ist uns als Kindern ja auch oft passiert. Aber dennoch muss man sich nicht verarschen lassen. Genau, dann geht es darum, wie Wölfe spielen. Dann geht es weiter in anderen Sachen. Wie ist die Kommunikation untereinander, unter den Wölfen? Auch eine sehr interessante Sache. Revierverhalten wird hier mit aufgeschlüsselt. Jagdverhalten, das Teamwork, wie sie miteinander umgehen. Gefahrenerkennung und Abwehr. Und so praktisch ist das immer in verschiedenen Rubriken aufgeteilt und wieder nach dem gleichen Schema, was wird behauptet, was ist in der Reality beobachtet worden und was können wir als Hundehalter dafür anwenden. Selbst Fressverhalten und Ernährung. Alpha frisst immer zuerst, beim Fressen gibt es eine soziale Hackordnung. Das wird behauptet, mal schauen, was Fakt ist. Da es in Kanidengesellschaften üblich ist, Bedürfnisse individuell zu signalisieren und anzugleichen, fressen die Leitrüden nicht grundsätzlich zuerst. Wenn Leitweibchen trächtig sind oder Junge haben, setzen sie sich an den Kadaver immer durch. Ebenso, wenn die Ressourcen knapp sind, weil die Alten fit genug bleiben müssen, um den Laden am Laufen halten zu können. Oder der Alpha verteidigt die Beute und lässt keinen anderen ran, damit er ranghoch bleibt. Genau, also, wird behauptet. Gehen wir gleich mal, Fakt ist, wow, saumäßig interessant, gehen wir gleich mal durch. An großen Beuterissen nehmen Wölfe unabhängig vom Rang und Geschlecht bestimmte Fresspositionen ein, die sie rangunabhängig verteidigen. Zu extremen Auseinandersetzungen kommt es dabei im Normalfall nicht, wenngleich kleinere Schlamützel wie »Das ist meins« und »Geh weg« durchaus an der Tagesordnung sind. Derartige Kabeleien beinhalten auch den Austausch aggressiver Signale wie Knochen, Zähnefletschen. Da flippen die meisten ja schon aus, obwohl eigentlich noch gar nichts ist. Es ist einfach nur »Lass mich zufrieden«. Während der Paarungszeit bringen sich Wolfseltern gegenseitig auch schon einmal große Brocken Fleisch als Brautgeschenk oder Morgengabe mit. Genau, also, wie schon gesagt, ein sehr interessantes Buch, kann ich euch nur ans Herz legen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise findet ihr das Buch auch bei uns im Shop. Da kommt ihr bei bücher.de raus, könnt ihr es super einfach bestellen, versandkostenfrei wie immer. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Buch schon kennt, beziehungsweise was ihr auch so empfehlen könnt. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis später und ciao. Was? Bloß weil du nicht gestreichelt worden bist, hä? Sind sie immer gleich eingeschnappt, die Guten. Was ist los, Ivy? Du kleine Rabaugenmaus, du. So, jetzt ist gut.